So, die ganzen leichten Heiltränke hier können weg. Und die Abwehrabschienen können auch weg. So. Wir haben auf jeden Fall wieder Platz im Inventar. Your soft-hearted altruism is going to get us all killed. Yes, dear. Oh, gute Heiltränke. Is it just me or is it a little damp in here? Und sehr gute Pfeile. Da Säurepfeile. Pfeile plus 3 auch noch. So. Ah je. Kommen wir mal alle Pfeile plus 2, die wir noch haben, raus. Ich glaube, ich sollte mal Pfeile kaufen gehen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie sieht es eigentlich mit Schleuderkugeln aus? Da haben wir noch jede Menge plus 2er. An army marches on its stomach. Pfeile plus 1. Feuerpfeile, Pfeile plus 2. Die hätte ich gerne. Gib mir mal alle 10 Stacks. Bolzen, Feuerbolzen. Gucken, kannst du mir auch mal 3 Stacks geben, so. Gib mir mal kurz die Munitionsköcher. Bett ist voll. Okay, dann kriegt das hier Nährrahmen direkt. Das geht zum Corvin, das geht zum Meer zurück. So. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen einmal außen rumlaufen. Oh, ist hier nochmal eine Schatzkammer? Whatever you like. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Magie, Schild, Magie, Widerstand. Jede Menge Geld und... Nachricht. Die Buchstaben auf diesem Pergament sind von Hand geschrieben, aber blockhaft und frei von jeder Persönlichkeit. Die Schreibkunst von jemandem, der mehr in Zahlen als in Wörtern denkt. Auf der Nachricht steht... Benoit, es hat zu lange gedauert, die angemessene Menge Gold zu finden und viel zu lange, es euch zurückzugeben. Ich kann nicht sagen, wie dankbar ich für eure Geduld bin. Hier solltet ihr nun alle geschuldeten Gelder finden, plus 17 zusätzliche Goldmünzen. Ich weiß, dass dies mein Versagen keinesfalls ausgleichen kann, aber hätte ich mehr gesucht, hätte es noch länger gedauert, euch zu bezahlen. Ich hoffe, ihr seid bei Wohlstand und Gesundheit. Nochmal vielen Dank. Viele Grüße, Orphis. Orphilis, erstens Helfer des Unterschatzmeisters Zeng von der Hohen Halle, Baldur's Tor. PS, also erster Helfer. PS, wenn ihr euch nicht an mich erinnert, ich bin der, der euer Geld verlegt hat. Hm.
Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Damit haben wir auch das Geld wieder. Hier sind nur normale Bücher. Hier sind jede Menge Söldner der flammenden Faust. Hier ist nur irgendein Zauber und ja, ich höre auf, eigentlich alles einzusammeln. Gehen wir lieber jetzt die Treppe runter. Something's not right here. Was ist los? Wir stürmen auf die Festung von Keller Argent zu. Mir fallen ein Dutzend Dinge ein, die in diesem Szenario nicht stimmen. Unsere Feinde fallen vor unseren Augen. Das ist genug für mich. Nehmen wir die zwei. Es ist zu einfach. Ihr habt recht, aber wir können nichts tun, außer vorwärts gehen. Zu einfach kämpft ihr gegen dieselben religiösen Fanatiker wie ich. Vielleicht wird es herausfordernd genug für euch sein, wenn wir auf die strahlende Dame treffen. Nehmen wir die zwei. Cease your whining. Kayla's soldiers fall before us. 'Tis a glorious battle. Hört auf zu jammern, Brenno. Ihr Kayla's Soldaten fallen. Das ist eine glorreiche Schlacht. Vorwärts. Ihr braucht nur zu fragen. Ein gewaltiger Haufen Schutt führt den Durchgang und verhindert, dass irgendjemand die äußeren Bereiche des Untergeschosses von Burg Drachenspeer erforscht. Ja, okay. Oh, jetzt sind wir wieder. Deros. Bloody hell's Heffernan. What is it now? Wait. You're not Heffernan. Who are you? Beim verfluchten Höllenheffernan, was ist jetzt wieder? Moment, ihr seid nicht Heffernan, wer seid ihr? Nämlich Brenuir, ihr kennt also Heffernan, was könnt ihr mir über ihn sagen? Ich bin Brenuir und aufgrund eurer geisterhaften Erscheinung vermute ich, dass ihr ein Geist von Deros Drachenspeer seid, dem Erbauer dieser Burg. Nein, that I am. And I'm trapped here in my own castle, bound in place by a villain named Heffernan. Ja, das stimmt. Und ich bin hier in meiner eigenen Burg gefangen, wurde von einem Schurken namens Heffernan an diesen Ort gefesselt. Wie traurig. Zurück zum Thema. Könnt ihr mir etwas über Heffernan erzählen? He plays the pious, kind-hearted priest, but he's trying to open a gate to the nine hells, the snake. I first saw Heffernan when he came down here with that Asimar, what's her name? Kayla. You know what an Asimar is? Celestial blooded, you could say. They needed divine blood to open the gate, but Kayla's wasn't strong enough to do the job. Er spielt den fromm gutherzigen Priester, aber in Wahrheit versucht er, ein Tor zu den neuen Höllen zu öffnen, diese Schlange. Ich habe Heffernan zum ersten Mal gesehen, als er mit diesem Asimar heruntergekommen ist. Wie hieß sie nochmal? Kayla. Wisst ihr, was ein Asimar ist? Himmelsblütige, könnte man sie nennen. Sie brauchen göttliches Blut, um das Tor zu öffnen, aber Kayla hat dafür nicht ausgereicht. Dann ist Timora uns wohlgesund. Das Letzte, was die Schwerkünste jetzt braucht, ist, dass die Höllen wieder die Lande überfallen. Was ist danach passiert? Göttliches Blut? Könnte das Blut eines Kindes von Baldes Portal öffnen? Ihr habt gesagt, Heffernan hält euch hier fest. Erzählt mir was darüber. Nehmen wir die zwei. I don't know. Probably. I overheard Heffernan say Kayla's blood was too weak, too diluted by generations. A god's direct descendants. Open a vein and that portal could pop right open. Das weiß ich nicht, wahrscheinlich. Ich habe mitgekommen, wie Heffernan gesagt hat, Kaylas Blut sei zu schwach. Weil es von Generation zu Generation verdünnt wurde. Ein direkter Nachkomme eines Gottes. Öffnet eine Vene und das Portal könnte sofort aufspringen. Interessant, was ist geschehen, nachdem Kaylas Blut das Portal nicht öffnen konnte? Heffernan got madder than a hornet in a helmet. He stormed off with Kayla trailing after him. When he came back, I saw him use that altar there to speak with some dark creature. The fiend spotted me. Heffernan bound me right quick. I've been trapped ever since. Heffernan wurde wütend, als eine Hornisse in einem Helm. Er ist davongestürmt und Kayla ist ihm gefolgt. Als er zurückgekommen ist, habe ich gesehen, wie er diesen Altar dort benutzt hat, um mit einer dunklen Kreatur zu sprechen. Das Scheusal hat mich entdeckt und Heffernan hat mich ohne zu zögern schnell hier gefesselt. Ich bin seitdem gefangen. Danke für die Information. Ich muss Heffernan finden und ihn aufhalten. Make him suffer a bit before you end him. He deserves it. Lass ihn ein bisschen leiden, bevor ihr ihm den Todesstoß verpasst. Er hat es verdient. Der Geist von Daros Drachenspeer hat mir erzählt.
hat mir erzählt, dass Hefana seine eigenen Pläne hat. Mir ist der Geist von Darius Drachenspeer begegnet. Dieser hat mir erzählt, dass Hefana nicht der treue Diener von Kela ist, für den er sich ausgibt. Er will ein Portal zu den neuen Höllenöffnungen, braucht dafür göttliches Blut. Das Blut von Kela ist nicht rein genug. Ich vermute, er ist hinter meinem Blut her. Back again, mortal. Rub those marks on the floor out and you'll break the spell binding me. Lend a hand. Or a boot. Reib diese Markierung vom Boden ab, dann brecht ihr den Zauber, der mich gefangen hält. Legt Hand an oder Stiefel, holt mich heraus. Das wäre erledigt, Geist. Ja, ich bin frei. Ich spüre, wie die Fuge an meiner Seele zerrt. Ich hoffe, ich höre den Ruf meiner alten Freundin Halatatler. Möge Timur euch auf euren Reisen leiten, Freund. Wenn ihr Hefana fehlt, tut mir den Gefallen und redet ihm die Weichteile. Hey, Vikonia hat einen Stufenaufstieg. So. ETW um 2 reduziert. Rettungswürfe 4. 5. Grad extra. Okay. Todesschutz wäre nicht schlecht. Ein Schutz vor dem Bösen, wenn wir nach Avernus runtergehen, wäre auch nicht schlecht. Und Tote abwehren, wahre Blick, Tote erwecken. Gerechte Magie. Mit Hilfe dieser mächtigen, dieses mächtigen Trampfzaubers werden die körperlichen Fähigkeiten des Anwesers extrem verstärkt. Er verwandelt sich sozusagen in eine zerstörerische Dampfwalze. Er erhält einen temporären Trefferpunkt je Stufe, einen Stärkepunkt je 3 Stufen und richtet mit jedem Schlag maximalen Schaden an. Jawohl, her damit. Worum geht es dies? Wie ihr wünscht. Viel können... Nee, halt 5000. Eigentlich könnten wir noch relativ viele Erfahrungspunkte sammeln. Das würde aber bei keinem zum Stufenaufstieg reichen. It's nearly over. Kalar retreated into this vault. There's no way out. Our mage reports a strange magical aura behind the door. We've got to be careful. Are you ready for the final battle? Es ist beinahe vorbei, Benno. Ihr Kehler hat sich in dieses Gewölbe zurückgezogen. Es gibt keinen Ausweg. Unser Magier berichtet von einer seltsamen magischen Aura hinter der Türe. Wir müssen vorsichtig sein. Seid ihr bereit für die Schlacht? Ich brauche noch mehr Zeit für Vorbereitung. Ich komme wieder, wenn ich bereit bin. Beeilt euch, Benno. Je länger sie sich auf uns vorbereiten kann, desto schwerer wird der Kampf. Was ist das? Have we found proof of a parasite clinging to Kalar's crusade? Or the dark secret heart that beats beneath its gleaming skin? Was ist das denn? Haben wir Beweise für einen Parasiten gefunden, der an Kers Kreuzzug hängt? Oder für das dunkle, geheime Herz, das unter seiner glänzenden Haut schlägt? Der Geruch vom Weihrauch schlägt schwer in der Luft und überdeckt fast, aber nicht vollständig den Gestank von verrottetem Fleisch, der den Altar umgibt. Your knee. Right. Oh, schöne Zauber. Ohne Robe. Magische Einschlüsse, okay. Neue Zauber für mich zu lernen. Eine Krone, eine Robe. Robe von Nefaril. Ja, ist Schrott. Ist verflucht. Krone der Lügen.
Diese glänzende Krone sieht beeindruckend aus, allerdings besteht sie aus Katzengold und die angebeteten Edelsteine aus feinem Glas. Das Aufsetzen der Krone ermöglicht dem Träger die zusätzliche Zauber, allerdings füllt sie dessen Kopf mit falschem Wissen. Das würde meine Sagenkunde um 30, da habe ich immer noch 300.